So, wir machen heute mal beim Babyschwimmen mit. Im Grunde ist der Name natürlich ein bisschen verwirrend, denn die Babys lernen natürlich nicht schwimmen, sondern es geht vielmehr darum, sie an das Wasser zu gewöhnen. Die meisten Babys lieben es einfach und am Ende geht es sowieso darum, dass alle eine aufregende Zeit haben. Im Vordergrund steht hier immer der Spaß. So, wir sind jetzt beim Babyschwimmen und machen ausnahmsweise mal mit und Astrid ist bei uns und wir haben ein paar Fragen an sie. Astrid, sag mal, wann fängt man an mit Babyschwimmen? Super wäre das, mit Vollendung des dritten Lebensmonats anzufangen. Okay, also so drei früh. Monate und dann so plus minus. Und gibt es verschiedene Kurse? Ja, wir unterscheiden hier die Babys von 3 bis 7 Monaten, okay. Von 7 bis 12 Monate, dann haben wir die 1- bis 2-Jährigen, ah. Und dann von 2 bis 4. Ist das jeden Tag in der Woche und wie kann man das buchen oder ist das, kommt man einfach? Du solltest es online buchen. Okay, und alle Infos zu Preisen oder Zeiten findet man auf bederland.de, ja, wahrscheinlich, genau. Oder? Okay. Ja. Wie lange ein Baby im Wasser sein darf, kommt tatsächlich aufs Baby an. Als Faustregel gilt 5 Minuten pro Lebensmonat. Und wenn es euren Kleinen zu viel wird, keine Sorge, das merkt ihr schon. Wenn es nicht mehr aktiv am Angebot teilnimmt oder müde wird, solltet ihr die Stunde einfach beenden. Das Babyschwimmen ist aufregend und somit auch anstrengend. Die Babys schlafen dann meistens besonders gut. Auch nice to know, das Babyschwimmen stärkt sogar das Immunsystem. Das Wasser im Schwimmbecken ist technisch aufbereitet und die Wasserparameter, die Einfluss auf die Wasserqualität haben, werden 3-mal täglich kontrolliert und dokumentiert. Also macht euch keine Sorgen. Einmal vielleicht noch, um zu zeigen, wie man sie hält. Ja? Das Wasser hat den Auftrieb, das heißt, wir müssen überhaupt gar nicht großartig festhalten. Wir lassen sie ganz offen, ziehen wir sie durchs Wasser. Okay. Ja? Die tragen. Das ist ja schon die Schwimmposition. Sind sie mit einer Hand hier? Ja, genau. Was man vielleicht noch wissen sollte, man darf sie nicht vorher eincremen. Ne? Das solltet ihr tunlichst vermeiden. Okay, ja? Super machst du das. Kann sie auch einmal oben fassen. Oh. Auch hier, ne? Ich hab alles locker. Ball, danke. Oder auch. Machst du auch auf dem Rücken liegen, Hassel? Ui. Oh, das ist doof. Weil das so blendet, ne? Sieht chillig aus. An einem Kurs nehmen maximal 15 Babys teil, natürlich jeweils mit einem Elternteil dazu. Die Teilnehmerzahl richtet sich nach der Beckengröße. Ein Kurs dauert ungefähr 45 Minuten und die Wassertemperatur beträgt 32 bis 34 Grad. Es gibt Kurse für unterschiedliche Altersgruppen, Baby 1, 3 bis 7 Monate, Baby 2, 7 bis 12 Monate, Baby 3, 12 bis 24 Monate. Danach gibt es noch einen weiterführenden Kurs, der heißt Aqua Kita und ist für Kinder von 2 bis 4 Jahren. Für alle Kurse ist eine Anmeldung erforderlich. Das geht am einfachsten auf bederland.de oder natürlich auch hier im Bad. Eine regelmäßige Teilnahme ist auch sinnvoll, denke ich, denn es fördert die Wassersicherheit. Das hat uns allen echt viel Spaß gemacht, aber die Kleinen sind jetzt total müde. Jetzt gut abtrocknen, schön eincremen und was essen und trinken. Und wenn es gleich nach draußen geht, nicht vergessen, am besten ein Mützchen aufsetzen. Vielleicht ja auch ein Goldkirchenmützchen. Astrid, vielen Dank, dass wir mal dabei sein durften. Das war was ganz Besonderes, hat echt Spaß gemacht. Und ihr solltet es auch mal ausprobieren. Wenn ihr ein kleines Baby habt, probiert es einfach mal aus. Danke. Schön, dass ihr da wart. Danke.